Ja, hallo Vincent. Hallo Christian. Ja, was machen wir heute hier? Wir reden heute über Creatures of the Night. Genau, das ist eine Gamification-Plattform im Rahmen von der Mathematikvorlesung, ne? Genau, die ist für die Delphi 2014. Ja, Spiel und Spielelemente in Lernkontexten heißt der Workshop. Das ist ein Flip-Workshop, das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen was machen? Sie müssen sich das sehr gut angucken Und hier. zwar vor dem Workshop, genau, damit wir anschließend im Workshop mehr Zeit haben zum drüber reden und diskutieren. Genau. Legen wir los, oder? Genau, dann legen wir los. So, ja, hier zunächst mal Gliederung des Vortrags. Am Anfang erzählen wir ein bisschen was über den Kontext, in dem wir Gamification eingesetzt haben und begründen auch, warum wir es da gemacht haben, ne? Dann sagen wir ein bisschen dazu, was wir uns unter Gamification vorstellen, damit wir danach einfach ja, die Plattform Creatures of the Night besser erklären können. Ja, die wird dann vorgestellt und anschließend ja so eine kleine Studie, mit der wir so eine erste Wahrnehmung der Studierenden über die Plattform und Gamification im Allgemeinen erfasst haben, ne? Genau, und dann fangen wir an, die Ergebnisse zu diskutieren, die wir in der Studie dann bekommen haben. Ja, und Ausblick, was kommt als, was folgt jetzt im nächsten Semester, ne? Genau. Genau. Ja, der Kontext ist die Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Mathematik. Und zwar ist es eine Vorlesung für Grundschullehramtsstudierende, die Mathematik nicht als Fach studieren. Oder die meisten davon studieren Mathematik nicht als Fach, sondern die studieren Deutsch als Fach oder als vertieftes Fach, müssen aber natürlich Mathematik auch studieren, weil sie ja später auch in der Schule Mathematik unterrichten müssen, ne? Ja, das Problem dabei ist aber, die Vorlesung ist fast freiwillig, also es gibt keine Prüfung am Ende und es gibt keine Anwesenheitspflicht. Das führt natürlich dazu, dass sie sind ja noch nicht mal für Mathematik richtig motiviert, mögen lieber Deutsch. Diese Faktoren führen dann dazu, ja, dass eigentlich viele Studierende innerhalb des Semesters abbrechen und es immer weniger werden. Und da versuchen wir natürlich gegenzuhalten. Genau, die Idee war sozusagen, in dieser Situation, die sozusagen wenige motivationale Anreize birgt, sowohl intrinsisch, sind nicht sehr an Mathematik interessiert, und extrinsisch, gibt keine Prüfung, ne? Dann zusätzliche Anreize zu schaffen über, ja, Gamification, also über das Einbringen von Spielelementen. Genau. Okay, was haben wir vergessen zu sagen? Genau, 200 Studierende sind es circa, also eine relativ große Gruppe der Studierenden, die nicht Mathematik als Fach gewählt haben. Okay. Ja, was ist Gamification? Ja, unter Gamification versteht man ja im Allgemeinen den Einsatz von Spielelementen im Nicht-Spiel-Kontext. Das bedeutet wie hier, naja, man guckt einfach, was im Spiel gut funktioniert und überlegt sich, wie könnte man das jetzt in diese Vorlesung oder in diese Plattform für die Vorlesung einbauen, damit man alle positiven Eigenschaften von Spielen in dieser Plattform dann hat, um die Genau. Motivation zu steigern. Ja, Motivation zu steigern, bestimmte Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde. Gamification kommt ja auch oft aus dem Marketingbereich, ne, wo man will, dass Kunden was tun. Bonuskarten. Genau, Bonuskarten, Punkte und so weiter. Ne, oder auch in vielen Webanwendungen findet man so Apps wie Foursquare beispielsweise, wo man möchte, dass die Nutzer sich irgendwo einloggen oder einchecken und dadurch dann, ja, bestimmte Daten von sich hinterlassen. Das ist sozusagen aus dem Marketing- und Webbereich. Aber diese Dinge kann man natürlich auch positiv nutzen in Verbindung mit Lernen. Ne? Also dass man jetzt Teilnehmer, die nicht intrinsisch motiviert sind und auch sonst keine extrinsischen Reize haben, etwas zu tun, über ja, nette Spielelemente versucht dahin zu bringen, bestimmte Dinge zu lernen. Genau, dass Ne? sie einfach weiterhin am Ball bleiben. Ja, nicht früh abbrechen und so. Genau, haben wir schon erzählt. So. Spielelemente einbringen in Spielkontexte. Die Spielelemente kann man ja in verschiedene Kategorien einteilen. Nochmal, da gibt es eine ganz berühmte Kategorisierung von Wörbach und Hunter 2012. Genau, die haben eine Pyramide entwickelt, von untereinander aufbauenden Spielelementen. Das fängt damit an, dass ganz oben die Dynamiken stehen. Das sind dann zum Beispiel soziale Interaktionen, also dass die Studierenden sich einfach mehr austauschen und dadurch länger am Ball bleiben, weil sie eine Art von Gruppengefühl haben zum Beispiel. Oder die Anzeige von oder der Fortschritt, dass sie merken, naja, sie werden besser und sehen es dann auch in irgendeiner Form. Genau, das wird sozusagen diese Dynamiken, die kann man nicht direkt implementieren, die entstehen sozusagen aus dem Spiel- oder Lernverhalten heraus.
Man kann aber Mechaniken direkt implementieren. Das sind sozusagen die Spielelemente, die direkt zu oder die dazu beitragen sollen, dass diese Dynamiken entstehen. Ne? Beispielsweise, dass man im Spiel eine Herausforderung schafft. Und ja, wenn die Herausforderung gemeistert wird, dann gibt es Feedback, ja, und dadurch kann man auch beispielsweise den Fortschritt sehen, den eigenen. Genau. Und dann ganz unten auf der breiten Ebene stehen die Komponenten und das ist dann wirklich das, was man an der Oberfläche der Plattform dann sieht. Also ein Spieler oder ein Studierender, der jetzt Punkte bekommt, hat damit ein Feedback auch gleichzeitig bekommen. Also die Mechanik Feedback wurde benutzt, dass er zum Beispiel einen Fortschritt erreicht hat. Genau. Und Badges sind auch typische Elemente, also so Abzeichen, ne? Avatare dienen als Komponente dazu, ja, sich als Person in irgendeiner Form dort zu repräsentieren und darüber dann auch in soziale Interaktion zu treten, ne? Ja, und die Quests. Quests sind ja, Herausforderungen oder Aufgaben, die als Herausforderungen dienen und die man beispielsweise auch im Wettbewerb miteinander bestreiten kann. Ne? Also die Dinge hängen irgendwie miteinander zusammen und ja, man versucht durch die Komponenten werden die Mechaniken umgesetzt und mit Hilfe der Mechaniken wird versucht, die Dynamiken zu erzeugen, so könnte man sagen, oder? Genau. Ja. Diese Dinge, die wir hier aufgeführt haben, wir haben auch versucht, das einzubauen in unserer Gamification-Plattform Creatures of the Night. Ne? Also beispielsweise sollten die Teilnehmer Mathematikaufgaben, Quests lösen, ja, und dadurch ihren eigenen Fortschritt sehen im Rahmen der Lehrveranstaltung, dadurch motiviert werden, mehr zu tun. Ne? Ja, wollen wir Genau. die Plattform mal angucken? Dann zeigen wir mal, wie wir das im Detail umgesetzt haben. Alles Genau. klar, schauen wir mal in die Plattform rein. So, Creatures of the Night. Ne? Ja, Kontext. Der Kontext ist Vampire gegen Werwölfe. So war das Ganze eingebettet. Das liegt unter anderem daran, dass wir zwei Gruppen hatten. Also die Vampire waren in der ersten Vorlesung, also die Vorlesung war zweigeteilt. In einer weiteren Vorlesung waren dann die Werwölfe. Und das Thema fanden wir einfach sehr interessant, vor allen Dingen, weil es gerade ein großer Trend ist. Ja, Wie hier man bei Serien sieht. True Blood zum Beispiel, ne? Genau, Oder und Breaking Dawn, genau. Also gerade diese Themen, die jetzt, das sind Themen, die sind eigentlich in Serien, im Fernsehen ganz präsent. Da haben wir gedacht, ja, Creatures of the Night könnte auch ein gutes Thema sein hier für die Vorlesung, ne? man könnte hoffen, dass man damit viel Ja. erreicht und dass das viele eigentlich anspricht Ja. und Und Wettbewerb erzeugen, Wettbewerb haben wir vorhin genannt als Mechanik, ne? Wettbewerb erzeugt durch die beiden Vorlesungen, die gegeneinander antreten, Werwölfe gegen Vampire. Und die Vorlesungen hießen übrigens auch nicht mehr Vorlesungen, ne? Die hießen ja Ratsversammlungen. Also wir haben die Dinge auch so umbenannt, dass sie zu diesem Oberthema gepasst haben, ne? Die Übungsgruppen waren Clanstreffen und so. Ja, und die Aufgaben hießen dann auf einmal Dark Missions und Black Missions. Ja, genau. Gucken wir mal in die Plattform rein. Genau, hier sieht man gleich das Dashboard. Auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend, aber es zeigt zum Beispiel auf der linken Seite an, wie zum Punkte und Badges vergeben werden. Dann in der Mitte haben wir immer das aktuelle Thema, die aktuelle Aufgabe, die eingereicht werden muss und auch darunter noch aktuelle Diskussionen, die gerade stattfinden. Rechts ist ein bisschen das Nutzerprofil und eine Highscore-Liste. Ja. Ja, hier sieht man jetzt zum Beispiel die Themen. Das sind typische Grundthemen einer Anfänger-Mathematikvorlesung. Abbildungen, Ebene, Figuren, Mengen, Zahlenfolgen. Das sind so Ausschnitte aus der Mathematik, die hier ja, für Grundschullehramtsstudierende wichtig sind und die wir hier in dieser Plattform umgesetzt haben. Und die auch thematisch dann in dieses Vampir-Thema eingebaut wurden. Hier ist zum Beispiel eine Dark Mission. Vorher hieß das einfach Übungsblatt. Wir haben das jetzt mal so probiert, ein wenig aufzupeppen auch. Die Dark Missions, die waren dann dafür da, dass die Studierenden sich mit den Aufgaben beschäftigen können und auch darunter Kommentare schreiben können, ob sie eine Frage haben, einen Lösungsansatz parat haben und so auch in diese soziale Interaktion kommen, die eine Dynamik sein sollte. Ja, genau, hier sieht man nochmal die Kommentare unten, das Kommentarfeld, in dem man sich über die Aufgabe austauschen konnte. Ne? Genau. Anderer Typ von Aufgabe war Task Till Dawn. Das war eine Aufgabe, die musste zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden, nämlich vor der nächsten Ratsversammlung. Ja, und die Studierenden sollten ihre Lösungen einreichen bei der Task Till Dawn. Und
Damit haben wir mehrere Ziele verfolgt. Einmal konnten sozusagen die Dozenten im Vorfeld die Aufgaben, die Lösungen anschauen und bestimmte ausgewählte Lösungen in der Ratsversammlung präsentieren. Anonym natürlich wurde das Ganze eingereicht, das heißt, die Teilnehmer konnten dann in der Ratsversammlung sehen, was an Lösungsideen eingereicht wurde, welche verschiedenen Lösungsideen, das ist vielleicht auch typische Fehler gab, die man dann diskutieren konnte. Und damit konnten sich konnten sich die Dozenten auf die Vorlesung, auf die Ratsversammlung vorbereiten. Ja, damit aber nicht immer nur zwei, drei Lösungsansätze gezeigt wurden und die sozusagen Feedback für ihre Aufgabe bekommen, wurden eigentlich für alle Aufgaben ja, ein persönliches Feedback formuliert und auch Punkte vergeben, dass sie dann immer direkt bekommen haben auch. Das hat dann eine Tutorin gemacht, die im Hintergrund gewirkt hat. Genau. Ja, und wenn man dann Aufgaben abgegeben hat, hat man dafür Stärkepunkte bekommen und die hat man hier auch dann direkt angezeigt bekommen. Also man sieht in einer Übersicht direkt, dass zum Beispiel Bloody Mary vor 15 Minuten 2 Punkte bekommen hat und eine Minute vorher auch schon jemand wieder Punkte bekommen hat. Also man erkennt sofort, wie aktiv die anderen Werwölfe oder Vampire sind und sollte so ein bisschen angeregt werden, auch wieder versuchen, Aufgaben zu lösen und irgendwas zu schaffen, um einfach mehr Punkte zu sammeln und die Aktivität zu erhöhen. Genau, außerdem sieht man unten Badges. Ne? Man hat auch nicht nur Punkte bekommen für Aufgabeneinreichungen oder ähnliches oder Lösungseinreichungen, sondern man hat auch Badges bekommen für bestimmte Aktivitäten. Ne? Genau, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Kommentaren geschrieben hat, gab es ein Badge. Wenn man sich ein Profilbild angelegt hat, gab es ein Badge. Also für unterschiedliche Aktivitäten, die nicht unbedingt ja, mit der Mathematik an sich zu tun hatten, sondern einfach mit diesem ja, Spielerlebnis. Die auch belohnt werden sollten irgendwo. Ne? Genau. Hier sieht man jetzt beispielsweise rechts oben, dass ein Badge erworben ist für eine bestimmte Anzahl von Kommentaren und es wurde auch immer schön prominent angezeigt dann. Das Nutzerprofil wurde auch auf jeder Seite angezeigt. Also hier sieht man zum Beispiel, dass der Peter sich ein Bild hochgeladen hat, auch schon 89 Stärkepunkte bekommen hat und dementsprechend auch Badges. Ja, außerdem ist er Mitglied des Clans der Vampire, ne? Genau, das ist wichtig, weil die ja direkt gegeneinander ja, gekämpft haben oder zumindest auch in der Highscore-Liste immer gegeneinander aufgeführt wurden, wie wir hier sehen. Waren die Vampire auf jeden Fall ein bisschen aktiver als die Werwölfe. Das ist dieser Gruppenvergleich, der einfach stattgefunden hat, aber es gab auch eine individuelle Rangliste und da sehen wir, dass hier Miss Bella zum Beispiel 175 Punkte erworben hat und ja, auch die meisten Badges sozusagen. Und da konnte man sich einfach ein bisschen mit den anderen vergleichen und gucken, wo man denn steht und wir haben einfach gehofft, dass mit der Highscore-Liste auch gezeigt oder erzeugt wird, dass man auf jeden Fall mehr Punkte haben möchte und sich stärker einbringt. Okay, jetzt haben wir die Plattform vorgestellt und jetzt können wir kurz noch auf die Studie eingehen, die wir im Wintersemester 2013-14 durchgeführt haben, mit der Hauptfrage, welche Anforderungen haben Studierende eigentlich an so eine Gamification-Plattform? Die Studie haben wir gestellt gegen Ende des Semesters, ne? Aus einem bestimmten Grund, ja. Genau, wir wollten erstmal, dass alle Studierenden sich überhaupt mit diesem Thema Gamification ein wenig auseinandergesetzt haben, damit die gute Antworten auch geben können. Also, dass man nicht erst erklären muss, was ist denn Gamification überhaupt, sondern die können gleich sagen, ja, okay, ich kann einschätzen, was ein Badge ist oder was mir Punkte gebracht haben. Und so haben wir versucht, die Anforderungen dann zu identifizieren. Genau. Außerdem gab es zusätzlich noch zwei Hypothesen, nämlich einmal, dass spielaffine Studierende eine positivere Einstellung zu eingesetzten Plattformen haben als nicht spielaffine. Klar, also wer sonst viel spielt, der findet es vielleicht auch besser. Und die zweite Hypothese war, Studierende mit einer hohen mathematischen Selbstwirksamkeit haben eine positivere Einstellung zu eingesetzten Plattformen als Studierende mit einer niedrigen mathematischen Selbstwirksamkeit. Da war einfach die Idee dahinter, dass wer sich kompetent empfindet in der Plattform, der dann auch die Plattform besser findet, ne? Genau, und da haben wir einfach mal geguckt am Ende des Semesters, was sagen denn die einzelnen Studierenden dazu? Bis dahin sind natürlich leider schon viele abgesprungen. Also am Anfang waren es ja noch 200 Studierende, jetzt konnten wir nur 51 befragen. Das können wir am Ende nochmal diskutieren, greifen wir nochmal auf, ne? Okay, aber N war 51 sozusagen, also wir haben 51 Fragebögen erhalten. Genau. Das
eines der wichtigsten Ergebnisse, was wir dabei herausgefunden haben, ist das Thema, wo wir gedacht haben, dass das eigentlich sehr interessant sein könnte für die Studierenden, nicht so angenommen wurde. Also 65% waren damit nicht zufrieden und 50% hätten lieber eine Umgebung ohne Thema. Genau, das ist eigentlich überraschend, weil wir dachten, ja, das ist ja irgendwie motivierende Geschichte und macht Spaß und so weiter, aber das wurde gar nicht so positiv aufgenommen. Manche haben sogar gesagt, dass sie das zu kindisch fanden oder so, ne? Dass sie nicht ernst genommen werden würden. Ja. Aber wie andere auch wiederum fanden es nicht schlecht. Also ja. Es gibt solche und solche, ja. Das ist auch so ein wesentlicher Aspekt, den wir am Schluss nochmal aufgreifen in der Diskussion. Außerdem wurde erhoben, wie wichtig die einzelnen Spielelemente und Komponenten empfunden wurden. Ne? Also Punkte beispielsweise fanden 53 gut und 53 hätten noch drauf, 53 fanden es gut und ungefähr die Hälfte hätten darauf verzichten können. Ne? 50-50 kann man sagen. Ne? 50-50 kann man sagen. Ist aber im Allgemeinen schlecht, weil sie niemanden wirklich gestört haben. Also die 53 fanden es wirklich gut und die anderen haben das jetzt nicht abgebrochen, weil es Punkte auf der Plattform gab. Ja. Bei den Badges sah es dann ein wenig anders aus. Dadurch, dass sie nicht so präsent auf der Plattform waren, oder vermuten wir, wurden die auch nicht als so wichtig empfunden. Ja, also die wurden auch viel seltener vergeben als Punkte beispielsweise. Genau. Deswegen wurden sie vielleicht auch nicht für so bedeutsam erachtet. Ja gut, okay, aber 30% würden sagen, Badges sind gut und wichtig, 70% sagen, brauchen wir nicht. So. Allerdings haben relativ viele gesagt, also 57%, dass Anonymität ihnen wichtig ist. Gerade ja, wenn es um das Einreichen von Aufgaben geht, das Diskutieren online, ist es wichtig, dass man eben auch mal dumme Fragen stellen kann, Anführungszeichen, ja, und dann nicht sofort identifiziert wird als eine bestimmte Person. Genau, und da das ja auch alles mehr oder weniger Anfänger in dem Bereich Mathematik sind, kommen ja auch wahrscheinlich mehr blöde Fragen vor und das hat denen schon geholfen dann dabei. Ja. Natürlich sind keine Fragen blöd, ne? Aber es wird von Teilnehmern so empfunden und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ein spannendes Ergebnis war auch der Wettbewerb, wird nur von 16% der Teilnehmer als wichtig empfunden und 84% sagen, es ist nicht wichtig. Also das Gegeneinander-Antreten ist viel weniger wichtig als, und jetzt kommt es, Kooperation. Also dass die Plattform unterstützt, dass man zusammen lernt und sich gegenseitig hilft. Genau. Ja, und da gibt es auch bereits Ergebnisse dazu, ne? Dass bei Anfängern Kooperation wichtiger ist, genau. Und erst wenn man einen Profi-Status oder sich sehr sicher fühlt in einem Bereich, will man eher in diesen Wettbewerb gehen. Ja, also man muss erstmal bestimmte Kompetenzen erreichen, um dann auf seinem Kompetenzlevel, das man erreicht hat, gegen andere anzutreten und sich zu messen. Ist ja eigentlich auch logisch, ne? Ja, dann haben wir die Korrelation nochmal angeschaut, um die beiden Hypothesen wegen mathematischer Selbstwirksamkeit und Spieleaffinität zu untersuchen. Hier links sieht man die mathematische Selbstwirksamkeit, die erhoben wurde mit so einer Kurzskala, und die Spieleaffinität durch drei Nutzungshäufigkeiten, nämlich Gesellschaftsspiele, Computerspiele und Handyspiele. Ja, und dann haben wir noch hier oben die Einstellung zur Plattform, Nutzungshäufigkeit der Plattform, Einstellung zum Thema der Plattform und so, ja, jetzt haben wir es. Und die Einschätzung, ob die Plattform es leichter gemacht hat, sich auch mit dem Thema der Vorlesung mit Mathematik zu befassen, haben wir auch erfasst in drei Items, und man sieht hier aber praktisch, es gibt praktisch keine Korrelation, keine Zusammenhänge. Ne? Mathematische Selbstwirksamkeit korreliert schwach mit der Einstellung zum Thema der Plattform, aber letztlich ja, gibt es zumindest in dieser Gruppe, die wir da untersucht haben, keine Zusammenhänge. Ja, Diskussion und Ausblick. Wir hatten trotz Gamification hohen Teilnehmerschwund, ne? Das ist nicht ausgeblieben, ja. Das kann natürlich zum einen daran liegen, dass die ganzen Studierenden am Ende des Semesters andere Prüfungen hatten und das als wichtiger empfunden haben. Trotzdem hätten wir es natürlich gerne gesehen, wenn wir mit Gamification einfach noch mehr Leute begeistern könnten. Ja. Man kann natürlich nie wissen, ob wir jetzt ohne Gamification, ob da noch mehr weggefallen wären. Ja, das war ja letztlich kein Experiment in der Stelle. Aber naja, wir haben es trotzdem, haben unser Ziel nicht erreicht, alle dabei zu behalten. Ja, oder genau. Einen großen Anteil. Ja. Das kann natürlich unter anderem auch daran liegen, dass die Plattform noch nicht so gestaltet war, dass möglichst viele dann auch tatsächlich bewegt werden und motiviert werden, dabei zu bleiben. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Untersuchung gemacht haben und jetzt vielleicht die Plattform auch in den nächsten Semestern dahingehend weiterentwickeln können. Der hohe Teilnehmerschwund hat natürlich auch bedeutet, dass unsere Ergebnisse, die wir jetzt hier vorgestellt haben, nur von den Teilnehmern ausgefüllt wurden, die dabei geblieben sind. Das heißt, es kann vermutet werden, dass
die, zum Beispiel die Wichtigkeit verschiedener Spielelemente, noch schlechter ausgefallen wäre, wenn wir alle befragt hätten, auch die, die ausgestiegen sind. Ist aber nur eine Vermutung, weiß man nicht genau, ne? Ja, der nächste wichtige Punkt ist natürlich das Thema. Da scheiden sich die Geister, weil die einen eben sagen, das ist sehr wichtig, das Thema, und das hat gerade deswegen sehr viel Spaß gemacht. Aber eben auch so viele haben einfach gesagt, das Thema, das muss raus, damit kann ich nichts anfangen und eigentlich stört es mehr und man sollte es besser weglassen. Und ähnlich unterschiedlich haben ja auch die Teilnehmer argumentiert bei den anderen Spielelementen wie Punkten, Badges und so weiter, sodass es eigentlich naheliegt, sich zu überlegen, ob man nicht eine Plattform gewisserweise adaptierbar macht, also dass die Teilnehmer es einstellen können, was sie möchten. Ne? Ja, dass die Studierenden sich einfach aussuchen können, okay, ich möchte da überhaupt ein Thema haben oder vielleicht wollen die einfach ein anderes haben. Und der eine mag eben Werwölfe und Vampire und der andere mag die Zauberer lieber oder was völlig anderes. Ja. Oder einer möchte Wettbewerb haben und der andere nicht. Ja, dass man also solche Wettbewerbselemente hinzuschalten kann oder nicht. Also das wäre auch eine Möglichkeit, ja, dass man diese Richtung weiterzuentwickeln. Ja, was natürlich immer einen hohen Aufwand für die Plattform auch bedeutet. Ja, und es ist auch eine gewisse Schwierigkeit. Man weiß gar nicht genau, was bedeutet es, wenn der eine das Thema A hat und der andere das Thema B. Und die sehen sich ja in der Vorlesung. Also die können ja gar nicht sozusagen im selben Thema arbeiten und agieren. Also da muss man noch ein bisschen hirnen, wie man das tatsächlich so umsetzt, dass man da niemanden abschreckt und sich keiner gestört fühlt durch irgendwelche Genau, Elemente, ne? sondern alle motiviert werden. Ja, schwere Sache, schwere Aufgabe. Okay, aber der stellen wir uns, ja, so. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf die Diskussion, ne? Genau, und auf eure Ideen dazu. Und danke auch an die Playgroup Heidelberg, unsere Arbeitsgruppe, von der wir viele Anregungen bekommen haben, die wir jetzt hier auch mit integriert hatten in unser Konzept. Ja, die uns sehr geholfen haben. Ja, danke an alle und ja, wir sehen uns auf dem Workshop. Genau, bis dann. Tschüss.